Vielen Dank für diese Euphorie. Ich finde sie durchaus angemessen. Ich habe quasi einen Kontratext zu einem alkoholfreien Jahr dabei und wollte eine kleine Publikumsbefragung vorher durchführen. Ich bitte um Antworten in Form von wenn was auf euch zutrifft, das ist Französisch und heißt ja. Wer von euch lebt derzeit in einer WG? Wer hat das schon mal getan? Und ich zum Glück nicht mehr. Ich habe das über ein Jahrzehnt durchgemacht. War eine sehr schöne Zeit, sagt man dann nachher immer. Aber ich habe auch diverse Traumata davongetragen und die in der Folge literarisch verarbeitet. Zum Beispiel in diesem Text, der ein ganz besonderes Kapitel des WG-Lebens aufgreift. Der Text heißt: Das Bier ist in der Badewanne. Melanie. Ja, hallo Melanie, was machst du denn schon hier? Die Party geht doch erst in 2 Stunden. Ach so, ja, du warst eh schon in der Gegend. Mhm. Naja, aber ich muss jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Na gut, komm einfach rein. Ja, Schuhe kannst du anlassen. Aha. Ja, auf eine Gelegenheit mal ganz ausführlich mit dir zu reden, habe ich auch schon lange gewartet. Aber ich muss jetzt leider noch, es müssen noch Eiswürfel in die Badewanne, weil da später ja das Bier reinkommt. Du kannst ja schon mal, vielleicht in Maries Zimmer? Nee, die ist nicht da. Ja, sie holt noch Salzstangen und Zeug für ihre Bowle. Aber ihr Zimmer ist ganz gemütlich. Kennst du schon das Poster, das sie innen an der Tür hat? Ganz toll. Geh mal rein und schau es dir ganz in Ruhe an. Marie, wann kommst du? Melanie ist da. Ja, die Melanie. Hast du die eingeladen? Ja, ich doch auch nicht. Genau, Finn war das bestimmt. Der hat ja keinen Geschmack. Ja, klar ist das später. Egal, wenn alle da sind. Aber jetzt bin ich allein mit ihr und sie will reden. Was soll ich denn machen? Gute Idee. Ich trinke dann schon mal ein Bier. Nee, Melanie, ich brauche wirklich keine Hilfe. Aber obwohl, vielleicht könntest du noch mal eben zum Lidl gehen und was besorgen für die Party. Na, was du magst, vielleicht eine Limette, uns fehlen noch Limetten. Ach stimmt, hier liegen ja 20. Na, dann geh doch wieder in Maries Zimmer, ne? Mensch, Marvin, schön, dass du da bist. Die Party fängt doch erst in einer Stunde. Ach so, du musst früh wieder los. Ach, es gibt noch eine andere Party heute. Und deshalb ist es eine gute Idee, erst zu uns zu kommen, bevor alle anderen... Ja, stimmt. Dann ist der Matt-Igel noch frisch. Ja, der Marvin, immer ein Spaß auf den Lippen. Hey, Annalena, komm rein, pünktlich auf die Minute. Und einen Nudelsalat hast du mitgebracht, das ist ja schön. Wie geht's dir denn so? Ah, du hast heute schon ganz viel gelernt, spannend. Ja, man kann nicht früh genug anfangen, wenn die Abschlussprüfung in 3 Semestern ist. Wem sagst du das? Du, ich hol mir mal noch ein Bier. Kennst du schon das Poster in Maries Zimmer? Hallo, hey, hi, hallo, hey, ja klar erinnere ich mich. Wir haben doch das eine Seminar zusammen, wusste gar nicht, dass du auch eine Freundin von Marie... Ach, ich hab dich eingeladen. Ja richtig, jetzt weiß ich wieder, das war doch... Egal. Toll auch, dass du deine Mitbewohner mitgebracht hast. Wusste gar nicht, dass es hier so große WGs gibt. Ich hol mal noch ein Bier. Was ist denn das für eine schreckliche Musik hier? Ah, Matthias hat sein Spotify über Bluetooth angeschlossen. Super. Ja, ich wohne hier. Komm einfach rein, Schuhe an oder aus, ist egal. Ist ja spannend, dass ihr die Schuhe in eurer Wohnung auszieht und dass euer Putzplan funktioniert. Da müssen wir später mal ganz ausführlich drüber reden. Den Nudelsalat kannst du darüber zu den anderen stellen. Ich finde auch, dass es in der Küche immer am interessantesten ist, aber unsere Küche ist halt sehr klein. Kann mir mal jemand ein Weinglas da hinten aus dem Regal... Oh, na, macht nichts, wir haben ja genug davon. Vielleicht könnte jemand eben die Scherben... Ich hol mir mal noch ein Bier. Da schau die Erstsemester. Worüber redet ihr so? Über den kategorischen Imperativ und die Situation in Somalia. Schön. Da schau die 12. Semester. Worüber redet ihr so? Wo man was zu rauchen herbekommen kann. Schön. Was sind das für Musik jetzt? Wer spielt die diese 90er-Scheiße? Das ist doch keine Bad-Taste-Party hier. Ein Zimmermann auf Wanderschaft. Herzlich willkommen. Wir hatten schon Angst, wir müssten die Party diesmal ohne einen feiern. Nein, Marco, ich will heute nicht mit dir knutschen. Ja, ich weiß, dass du immer so ein bisschen schwul wirst, wenn du betrunken bist. Das hast du mir schon auf den letzten 14 WG-Partys erzählt. Das Bier ist in der Badewanne, Melanie. Ich sehe auch, dass da gerade eine Schlange ist. Musst du halt warten. Marie, toll, dass du zu deiner eigenen Party kommst um 2 Uhr nachts. Ich rieche, ihr habt was zu rauchen gefunden. Vom Zimmermann. Gut, dass der da ist. Und ihr raucht aus unserem Putzeimer. Tolle Konstruktion. Na, dann nehme ich doch mal den Zug. Du, Marco, jetzt hätte ich schon ein bisschen Lust vielleicht. Sag mal, ist die Musik eigentlich besser geworden? Hölle, Hölle, Hölle! Ich will zurück nach Westerland. Herr Wachtmeister, ja, die Musik gefällt mir auch nicht, da haben Sie recht. Ach so, nur zu laut. Ja, gut, wird geregelt. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Melanie, ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Talent hast, Angela Merkel zu imitieren. Sehr lustig. Ach, du imitierst sie gar nicht. Ich weiß doch auch nicht, warum die Schlange vom Bad so lang ist. Dann klopf halt mal. Was ist denn hier los? Finn, Marco, in meinem Bett muss das sein.
Naja, dann bezieht es danach wenigstens neu. Nein, Melanie, du hattest neulich 20 Minuten Verspätung mit dem Zug. Das ist ja eine Hammergeschichte. Friedrich, was machst du da? In den Blumenkübel? Ja, weil die Schlange vom Bad so lang ist. Da sehe ich auch kaum Alternativen. Marvin, wolltest du nicht zu der anderen Party gehen? Ach so, die war nicht so gut. Und jetzt sind alle hier, die da waren. Cool. Ja, ich wohne. Hier hing doch mal ein Spiegel an der Wandmalfarben hast du mitgebracht, damit jeder Gast unterschreiben. Kann ich hier mal eben durch die Tür? Ich würde durch die Tür rausgehen. Nein, nicht durchs Fenster, Friedrich. Wir sind im zweiten Stock. Oh, clever, dass du vorher schon alle unsere Matratzen aus dem Fenster geworfen hast. Wie, das Bier ist alle. Nee, ich wohne hier nicht. Kennst du, wen der hier wohnt? Nee, ich auch nicht. Trotzdem geile Party. Super WG hier. Kann ich heute bei dir schlafen? Melanie? Danke. Ja!